Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute richtig coole DM-Produkte unter 1 Euro für euch. Und zwar zeige ich euch, glaube ich, 35 Stück. Und bei der lieben Gamse gibt es weitere 15 Stück, sodass wir insgesamt 50 coole DM-Produkte, die jedes Mädchen braucht, unter 1 Euro haben. Und ich habe da wirklich mega geile Sachen gefunden. Und ja, das eignet sich auch wirklich super cool als Weihnachtsgeschenk, wenn ihr zum Beispiel ein Budget von 10 Euro habt. Da könnt ihr zum Beispiel 10 coole Sachen verschenken, wo es gar nicht danach aussieht, dass ihr nur 10 Euro bezahlt habt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist mega, mega cool. In diesem Video könnt ihr nicht nur die Produkte, die ich euch jetzt gleich zeige, gewinnen, sondern ihr könnt auch ein nagelneues iPhone 8 in Gold gewinnen. Und zwar in 64 GB, das schaut so aus. Und genau, das ist das goldene iPhone und das ist jetzt das 4. von 5 iPhones, was jetzt hier verlost wird auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und habt Bock, bei der Verlosung teilzunehmen. Also wie gesagt, ihr könnt einmal hier in diesem Video dieses iPhone hier gewinnen und nochmal die Produkte, die ich euch jetzt zeigen werde. Also falls ihr Lust habt, an der Verlosung teilzunehmen, checkt einfach die Infobox ab. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Produkt und zwar ist das dieses Gesichtswasser hier von Balea. Das schaut so aus und das gab es, glaube ich, für 75 Cent, aber ich werde euch sowieso alle Preise nochmal einblenden. Und das ist das Gesichtswasser mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Dann habe ich hier für unter 1 Euro noch eine coole Probe von Balea bekommen. Und zwar ist das diese Hafermilch-Shampoo-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ist relativ neu und das gab es halt, wie gesagt, als kleine Probiergröße für unter 1 Euro bei DM. Dann habe ich hier wieder ein Balea-Produkt und zwar ist eine Cremedusche Rose Elegance. Und das ist wirklich so ein toller Duft. Ich habe auch mal dran geschnuppert. Das riecht wirklich so, so toll und die Duschgels kosten wirklich nur 50 oder 55 Cent. Und das hier ist eine Limited Edition und die riecht wirklich bombastisch. Dann gab es für unter 1 Euro noch dieses Duschgel von Balea. Das schaut so aus und das finde ich auch wirklich total süß zum Verschenken. Da steht Schokolove drauf mit Schokoladenduft. Genau, hat glaube ich 95 Cent gekostet. Dann haben wir hier von Balea eine Cremeseife. Da habe ich mich für Golden Shine entschieden. Die schaut so aus und genau, mit Vanillenblüten und Zitronenduft. Dann gab es noch das passende Waschgel von Balea zu dem Gesichtswasser. Das ist auch mit Lotusblütenextrakt für normale und Mischhaut. Und das schaut so aus. Dann habe ich hier noch was von Alverde gefunden. Und zwar ist es etwas für die Haare. Das ist eine 5-in-1 VB Haarmaske. Bio-Mandel, Bio-Argan. Genau, für trockenes und sprödes Haar. Dann habe ich hier noch ein richtig geiles Duschgel und zwar Shine Bright Like a Diamond Duschgel Glamorous Nights mit Duft von süßen Beeren. Ja, das fand ich auch mega cool. Ihr merkt, es sind zwar ein paar doppelte Produkte dabei, wie mehrere Duschgels, aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil von Duschgel kann man sowieso nie genug haben. Diesen Labello hier von BB bekommt ihr auch noch für unter 1 Euro. Das ist der Zart Rosé für natürlich schöne und geschmeidige Lippen. Für nicht mega süß, auch voll die süße Mädchenverpackung. Und was es jetzt auch noch neu gab in einer LE, auch für unter 1 Euro von Balea, Lippenvaseline, All Weather steht hier drauf. Und Vaseline braucht man wirklich für die Lippen bei der kalten Jahreszeit. Also das ist wirklich auch ein ganz tolles Produkt. Außerdem könnt ihr für unter 1 Euro diese Balea Reinigungstücher hier bekommen. Die schauen so aus. Und damit könnt ihr euch, wie gesagt, abschminken und das ist auch für normale und Mischhaut. Und dann gibt es einmal von Ebelin, 20 feuchte Waschlappen ohne Parfüm und Farbstoffe. Genau, damit könnt ihr halt auch alles sauber machen, was ihr wollt. So schaut es aus. Ich glaube Make-up, ich weiß nicht, ob das für Make-up geeignet ist, aber könnte eigentlich auch sein. Und genau, die gab es auch für unter 1 Euro. Dann habe ich hier einmal ein Tiefenreinigungs-Shampoo, befreit von Styling-Rückständen, tiefenwirksam gegen Ablagerung ohne Silikone von Balea. Und das gab es auch für unter 1 Euro. Wer kein Fan von Gesichtswasser ist, für den habe ich hier noch was Cooles gefunden. Und zwar ist es eine Reinigungsmilch von Balea. Die schaut so aus. Dann habe ich hier noch was Cooles für die Haare und zwar ein Repair- und Pflege-Express-Kur. Trockenes und brüchiges Haar. Das ist von Balea und das kann man, glaube ich, ein- bis zweimal höchstens anwenden und danach wegwerfen. Das ist halt eine Haarkur. Dann habe ich noch eine coole Maske gefunden und zwar alle Masken von Schebens sind auch für 50 Cent oder 55 Cent erhältlich. Also auch alle unter 1 Euro und da könnt ihr euch, wie gesagt, alle Masken aussuchen, die ihr möchtet, weil die kosten alle gleich. Das hier schaut auf den ersten Blick aus wie eine Maske, ist aber was für die Haare. Und zwar ist es ein Volumenserum mit Bio-Bambus und Bio-Organenminze. Verleiht Fülle, ohne zu beschweren, feines und kraftloses Haar. Ja, das ist auch für die Haare und ist neu. Dann gab es hier noch so eine süße Handcreme von DM, die schaut so aus. Und das ist die Pflegecreme I Take Care of You mit Johannisbeeren und Melonenduft. Ja, auch mega süß zum Verschenken hier sowas. Dann habe ich hier noch ein Gesichtswasser von Balea, das ist allerdings ein pflegendes Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Und das ist auch ohne Alkohol.
Dann mal was anderes. Und zwar gibt es hier einen Erkältungstee, was ich auch passend für diese Jahreszeit fand. Genau, auch für unter 1 Euro bei DM. Und das ist von Das Gesunde Plus, also von der DM-Eigenmarke. Dann gab es noch für unter 1 Euro von Balea einen Bimschwamm. Das ist für die Füße. Also wer schöne Füße haben möchte, sollte hierauf nicht verzichten. Hallo Kamera, jetzt. Also so schaut das Ganze aus und das, wie gesagt, zum Pflegen von euren Füßen. Dann habe ich hier noch was mega cooles entdeckt und zwar Balea Vital Tuchmaske. Reduziert die Faltentiefe mit Arganöl, Hyaluronsäure und Provitamin B5. Für reife Haut, also wäre das ganz cool für eure Mama geeignet. Dann habe ich hier einmal in so einer Probegröße sozusagen, beziehungsweise in einer Reisegröße, ein Rasiergel von Balea mit Aloe Vera und Avocadoöl für empfindliche Haut. Dann habe ich hier noch was von Tetesep gefunden. Das ist eine Cremedusche mit hochwertigen Pflegeölen für nachweislich glattere Haut. Granatapfel, Magnolie. Ja, Tetesep ist eigentlich eine sehr teure Marke. Deswegen fand ich das schon ganz cool, dass es das hier für unter 1 Euro gab. Ist auch so eine kleine Reisegröße, aber halt auch nicht zu klein. Deswegen auch perfekt zum Verschenken geeignet. Dann habe ich hier noch von Dresdner Essenz ein Winterbärenbad gefunden für unter 1 Euro. So schaut das aus und für die Leute, die gerne baden gehen, ist das wirklich die perfekte Sache. Dann habe ich euch ja bereits gezeigt, dass ihr wirklich alle Masken von Schebens bekommen könnt für unter 1 Euro. Und ich weiß gar nicht, was mit meiner Kamera heute los ist, aber die fokussiert echt ganz schön schlecht. Deswegen erzählen wir die jetzt nicht dazu, aber die habe ich auch noch gefunden. Das ist eine reinigende Detox-Maske. Und dann gibt es noch von Garnier Skin Active Hautklar eine Anti-Pickel-Thermomaske. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Ja, die schaut so aus und die gibt es auch für unter 1 Euro. Dann habe ich hier noch von Balea ein Repair and Pflege 1 Minute Intensivkur. Stärkt die Haarstruktur, tiefenreparierende Extrapflege ohne Silikone. Für trockenes und brüchiges Haar so eine SOS-Pflege ist das. Und die schaut so aus. Dann habe ich hier noch ein wunderschönes Duschgel bzw. eine Duschlotion. Sensual Rose nennt sich das Ganze mit Duft von Rosen. Und auch die Verpackung ist wunderschön. Wie ihr merkt, habe ich wirklich super viel von Balea und zwar habe ich hier ein Haarspray, das ist ein Volumeneffekt-Haarspray, extra stark, also Stärke Nummer 4 für feines Haar. Schaut so aus. Dann gibt es noch Proteinriegel für unter 1 Euro bei DM zu kaufen. Die schauen so aus, ich habe mich jetzt für diese Sorte hier entschieden, das nennt sich Proteinbar, Joghurtgeschmack, ich liebe diese Riegel. Die sind wirklich so, so lecker und falls ihr nicht auf dieses ganze Beauty-Gedöns steht, dann ist das hier wirklich super. Dann gab es noch für unter 1 Euro eine Zahnpasta und zwar ist diese hier von Blendamed. Die schaut so aus und das ist eine Zahncreme mit Aktivfluorid für saubere, gesunde und starke Zähne. Ja, und dann habe ich hier noch was von Balea mal wieder. Das ist ein Micellen-Augen-Make-up-Entferner-Pads für wasserfestes Make-up, ölhaltig. Ja, fand ich auch ganz cool und das schaut so aus. So, ich glaube, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Und zwar habe ich hier noch ein Jeden-Tag-Toffee-Love-Shampoo für geschmeidiges, gepflegtes Haar ohne Silikone mit Karamellduft. Und das ist für jedes Haar geeignet und ist eine tolle Limited Edition. Also, falls ihr das hier noch haben wollt, dann schlagt auf jeden Fall zu. Ist auch super günstig und riecht. Für 95 Cent gibt es noch von Essence diese Soft Contouring Lip Liner. Die finde ich wirklich super. Ich bin wirklich ein Fan von diesen Lip Linern. Und die schauen so aus und ich liebe die. Also, falls ihr die noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Die sind wirklich sehr, sehr gut und total günstig. Dann habe ich hier noch was ganz Cooles gefunden und zwar eine Handcreme, die nennt sich Tropic Fun für sanfte Pflege mit Ananas- und Maracuja-Duft für trockene Hände und die Verpackung ist einfach so wunderschön mit solchen Ananas hier drauf. Also eigentlich eher sommerlich, aber ich fand es trotzdem mega süß. Dann habe ich hier noch einen Augen-Make-up-Entferner für wasserlösliches Make-up. Milde Pflegeformel mit Aloe Vera und das Ganze ist hier ölfrei und das schaut so aus. Für Leute, die super gerne French Nails tragen, gibt es das hier von Essence auch für unter 1 Euro. Und zwar sind das hier solche Streifen, die man sich dann über den Nagel kleben kann und dann das perfekte French-Ergebnis hinbekommt. Dann habe ich hier noch was von Schwarzkopf von Glisskur. Das ist eine Total Repair Soforthilfe-Intensivkur. Also auch etwas für die Haare und das schaut so aus. Dann habe ich hier noch ein Deo ohne Aluminiumsalze von CD. Das ist auch eher so eine Reisegröße. Aber ich mag das Deo wirklich total gerne und so schaut das aus. Und dann habe ich hier noch einen Lippenpflegestift, Nude Kiss nennt sich das Ganze, mit sanftem Farbschimmer für zarte Lippen, fand ich auch mega, mega cool, weil das ist so ein Labello, der ein bisschen Farbe abgibt und die Lippen auch noch zusätzlich im Winter pflegt und der schaut so aus. So Leute, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind wir wirklich durch mit 1,35 Produkten. Ich war nämlich nicht nur bei DM, um diese Produkte für euch zu kaufen, sondern habe noch eine ganz weitere Tüte hier liegen. Ich zeige sie euch mal und ist mega schwer. Und falls ihr Bock auf einen DM-Haul habt, dann schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare oder dann machen wir demnächst auch nochmal einen DM-Haul mit allen Neuheiten, weil ich habe hier wirklich super viele neue Sachen nochmal gefunden.
Und genau, falls ihr jetzt Bock habt auf weitere 15 Produkte unter einem Euro, dann schaut auf jeden Fall bei der lieben Gamse vorbei. Wie gesagt, Link zu ihrem Video findet ihr in der Infobox und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!